Hi, da bin ich wieder. Ich habe ein mega großes Paket bekommen. Ja, so groß, dass es gar nicht auf meinen Tisch passt. Wo ich bestellt habe, könnt ihr schon erkennen. Da steht's Mikey Underground und somit wisst ihr dann auch, was sich in diesem Karton befindet. Eine Menge an Actionfiguren, die endlich da sind. Ich mag ja Vorbestellungen, aber dieses Warten immer, das macht mich immer ganz kirre, wenn man dann schon Figuren hat, auf die man wartet. Ja, ist das immer so eine Sache. Ich bin da sehr ungeduldig, muss ich gestehen, und freue mich dann umso mehr, wenn es dann endlich so weit ist. Und ich habe eine Menge bestellt. Es waren mega viele Schnäppchen dabei, da konnte ich nicht Nein sagen. Ist ein bisschen was dazugekommen in den letzten Monaten. So. Und welche Figuren das sind, das werde ich euch jetzt alles zeigen, was da alles drinnen ist. Aber erstmal müssen wir öffnen. So. Ui. Leicht ist der Karton auch nicht. Der Postbote hat ihn einfach unten gelassen. Der hat ihn gar nicht zu mir hochgetragen. Kann man gar nicht verstehen, ne? So, auf jeden Fall, das ist der mega große Karton mit all den Actionfiguren. Ich bin gespannt, ob wir die alle hier drauf bekommen. Erstmal Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial. So, da haben wir was. Wir haben hier zwei Gratisbeilagen, Postkarten. Bond für die Edition, guckt. Forest Keeper. Sagt mir jetzt gar nichts. Ist das ein Spiel? Sind das Actionfiguren? Es sind auf jeden Fall zwei Postkarten, die wir hier dabei haben. Das finde ich immer mega cool. Kleine Überraschungen. Ich habe zwar schon ewig keine Postkarten mehr verschickt, aber die gibt es trotzdem noch immer überall. So, da haben wir hier. Das ist meine Bestellliste. Und hier einmal, es lohnt sich bei uns einzukaufen. Ja, es lohnt sich wirklich. Gefährlich für mich, Toppreise heißt immer mehr Actionfiguren. Das ist übrigens der Shop Mikey Underground. Gibt es auch so ein Bonusprogramm mit Punkten sammeln. Und ja, schaut da mal rein. Versand ab 60 Euro oder was es war. Gratis und so. Da ich sowieso immer drüber bin, ist das für mich uninteressant. Aber das gibt's alles. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ist das nur Verpackungsmaterial oder soll mir das irgendwas sagen? Ich glaube, das ist Verpackungsmaterial. So, ja. Machen wir mal weiter. Hier Verpackungsmaterial. Ja, ich glaube, das war für. Ach, schaut mal, da haben wir ein kleines Tütchen. Ein kleines Tütchen. Mit ein paar kleinen Extras. Fangen wir doch damit an. Ich wollte schon mit den Actionfiguren anfangen, aber schauen wir, was wir haben. Eine kleine Überraschungstüte. Na? Eine kleine Überraschungstüte mit ein paar kleinen Extras. Die kleine Mini-Pizza passend immer zu meinen Ninja-Turtles-Actionfiguren. Dann haben wir hier was Kleines Süßes mit einem kleinen Einhorn. Ah, das sind diese Kaugummis oder Bonbons, wo es dann drin dann so sauer wird. Dann haben wir hier noch ein Mao-Am und ein paar kleine Mini-Smarties. Putzig. Putzig, da sage ich schon mal Dankeschön. So, jetzt zu den Actionfiguren. Oh, das sind so viele schöne Figuren. Wo fangen wir an? Wir fangen bei den Ninja Turtles an. Der Shredder hier von Super Loyal Subject. Actionfiguren, BST, AXN, ich sage immer Loyal Subject. Mega cool, super Preis. Ich glaube 15, 16, 17 Euro. Ich weiß es nicht genau, irgendwie unter 20 noch. Aber allein für den Preis ist diese Figurenreihe ist mega cool. Auch die Turtles, die habe ich ja mittlerweile überall dabei gehabt. Am Strand, in Polen, in Griechenland, in Amsterdam, überall. Und die haben gehalten bis jetzt. Mega cool. Der Shredder sieht ja auch mega geil aus. Hat auch schönes Zubehör. Und austauschbare Handysicherheit, auf den freue ich mich sehr drauf, den auszupacken und ihn dann endlich zu den Turtles hinzustellen. Denn die Turtles habe ich schon lange aus der Reihe offen, nur noch nicht den Shredder halt. Das fehlt halt.
So, und da kommen ja immer mehr Figuren aus der Reihe. Also da lohnt sich, würde ich sagen, da mal anzufangen. So, dann haben wir hier Bebop und zwar auch von Loyal Subject. Mega cool, das spiegelt wahrscheinlich so sehr. Ich mag diese Figurenreihe sehr, wirklich, die sind super beweglich und cool. Da ist sogar der Kopf austauschbar, dass er dann als Mensch rumläuft und dann als Mutti. Mega cool einfach nur. Auch das Zubehör, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen schlechter vom Material her, aber für den Preis und von der Bemalung her jetzt auch mega cool und austauschbare Hände und. Auf den freue ich mich auch sehr drauf, den auszupacken. So, wir müssen jetzt schauen, ob wir das Ganze auf dem Tisch bekommen. Dann haben wir hier, jetzt geht's hier weiter, was haben wir denn noch hier, was haben wir noch da? Einen Foot Soldier darf nicht fehlen in lila Typ, also so aus den Cartoons, aus den Serien, aus den Spielen. Einfach diese Standardfarbe lila mag ich die am besten. Und natürlich zu dem Movie in schwarz, aber sonst finde ich die in der lila Optik mega cool. Sehr schön, viel Zubehör, bin ich sehr überrascht, finde ich sehr gut. Stellen wir mal weiter auf. Ist alles eine Collection hier, eine Reihe. Was haben wir noch? Oh, da kommen ganz schöne Sachen. Gucken wir mal, was wir da noch rausbekommen. Den Casey Jones, auch von Loyal Subject. Der sieht richtig gut aus. Man kann hier einfach mal, warum hat das nicht Necker gleich so gemacht? Einfach den Kopf austauschen mit Maske und einmal ohne Maske. Wobei, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man die Maske ab- und aufsetzen könnte. Wäre auch nicht verkehrt. Auch mit viel Zubehör, da freue ich mich auch mega drauf. Super Figur, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall schon mega cool aus. Schnäppchenpreise und mega coole Figuren. Ich mag diese Firma. Ich habe die durch die Turtles halt kennengelernt. Die ist ein bisschen seltsam. Aber erst durch die Turtles ist mir diese Firma überhaupt und durch die Gremlins in den Sinn gekommen. Hier meinen Leonardo in einer so guten Karte, dass es einfach schon zu schade ist, um auszupacken, aber ich packe sie eigentlich alle aus. Mega cool. Ist von Super 7, diese eigentlich unbeweglichen Turtles und Figuren, die ich nicht haben wollte, aber wenn der Preis stimmt und die sehen ja auch richtig toll aus an sich. Die sind nicht beweglich, aber sie sehen toll aus und die Karte sieht auch mega cool aus. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ich habe Angst, dass ich diese Reihe mit den Turtles auch noch anfange. Weil die ja eigentlich gar nicht so schlecht sind. Aber für draußen und für Fotos natürlich nicht geeignet. So, das da hier dient wirklich nur zur Trennung. Ich habe mir schon gedacht, was soll das sein? Das ist nur Papier, um die Figuren auseinander zu trennen. So, wo fangen wir an? Das ist ja mega. Hier haben wir noch was und zwar zu Warhammer 40k einen Marine. Und zwar haben wir jetzt mehrere Marines von mehreren Orden. Daraus wollte ich eigentlich einen Salamander machen, weil dieser Orden der Salamanders noch nicht da ist. Das muss ich mal gucken mit dem Kopf, ob ich das hinkriege. Ein paar Flammen. Sieht mega cool aus. Das ist wirklich von McFarlane eine sehr schwere, massive, bewegliche Figur mit Zubehör, mit Base. Auch wenn es ein bisschen klein ist. So einen Top-Preis. Also auch hier mega tolle Figuren zu wirklich guten Preisen. Also diese McFarlane Marines, auch der Ork ist auch nicht auch ganz gut. Aber mir gefallen die Marines viel besser. Und gerade die grauen, die ich bemalen kann, da muss ich nochmal ein paar Farben bestellen. Und hier haben wir das Ganze nochmal in Farbe. Mega cool mit so einem Boulder. Sieht mega cool aus. Wie gesagt, es gibt schon mittlerweile mehrere Orden. Ich glaube, Chaos ist ganz neu jetzt draußen. Blood Angel ist draußen. Ultramarines natürlich, ganz als erstes. Imperial Fist und Salamanders fehlen mir noch. Die habe ich halt bemalt. Was haben wir hier? Wir haben hier den Shredder. Und zwar dieses Crossover Ninja Turtles und Power Rangers. Die Turtles habe ich schon, die Epel und Neil habe ich. Aber den Shredder habe ich schon nicht gehabt. Der hat ein bisschen auf sich warten lassen, aus welchen Gründen auch immer. Von der Firma Hasbro. Preislich liegen die auch ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr jetzt wie viel. 25, 30, was weiß ich. Irgendwie so in der Richtung. Oder ich glaube eher 30, 35 oder so der Shredder. Aber ja, eine coole Sache. So ein Crossover gefällt mir mega gut. Die Figuren sind auch beweglich. Haben sogar Effekte. Ich mag Effekte. Ich finde Effekte richtig cool. Haben mit Zubehör und der hat schon ein bisschen Gewicht. Und Power Rangers ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, Power Rangers ist eine Sammelreihe, aber wenn sie natürlich mit den Turtles zusammen sind, dann ja.
Haben die clever gemacht, haben die uns Turtle-Fans hier damit auch gekriegt. Aber coole Figuren. Also ich muss sagen, die Figuren sind an sich gut. Ah, was haben wir denn hier? Die neuen Gremlings. Gremlings, mega cool. Bin ein mega Fan von Gremlings zu Gremlin 2. Von der Firma Necker mit ein paar schönen, oh, sogar austauschbare Hände. Cool. Der sieht mega aus. Einfach nur klasse. Einfach nur klasse. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch so zeigen kann, ob es nicht so sehr spiegelt, aber ich werde alle Figuren auspacken und sie in meinen Vitrinen stellen. Mega cool. Zur Gremlings 2 finde ich mega cool, dass Gremlings noch so am Start sind. Ich gucke auch jedes Jahr, ungelogen, jedes Jahr zur Weihnachtszeit die Gremlings-Teile, weil die mich halt immer so dran erinnern und ich finde es halt mega cool. Ah, und dann habe ich hier noch was. Ups. Und zwar, wo habe ich denn da jetzt hingegriffen? Und zwar habe ich hier zu dem Movie den Splinter. Jetzt kann ich mit meinem Splinter endlich nach draußen gehen, weil ich Angst hatte, dass der schmutzig kaputt wird oder sonstiges. Weil man kriegt den gar nicht mehr. Ist halt leider so. Man kriegt den Splinter nicht mehr und der wird wohl auch nicht mehr neu aufgelegt. Aber ich finde diesen Splinter am allerbesten. Am allerbesten, weil dieser Splinter ist so treu nachgemacht. Mega cool. Ich hoffe, dass da nochmal irgendein Pack nochmal kommt zu dem Movie, weil das einfach ein mega cooler Splinter war. Ist. Aber mega cool. Ich kann mich jetzt schon nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit so im Hintergrund, welche Figur packe ich zuerst aus. Ich weiß es noch nicht. Das ist so. Kann sich noch ändern. Uiuiui. Jetzt. Ganz cool, mega neu hier, Casey Jones zu The Movie. Casey Jones habe ich ja schon in den Doppelpack mit Raphael. Das haben ja wohl die meisten. Das war ja so das erste Pack, was man sich mit dem Mantel, den Regenmantel, den Raffi anhatte, nicht entgehen lassen wollte. Jetzt haben sie hier noch einmal, es gibt ja nochmal Casey Jones mit Eric O'Neill im Doppelpack. Aber jetzt, das finde ich mega cool. Es sind hier drei Köpfe. Casey Jones kann sein Gesicht, seinen Kopf drauf haben, Maske und noch eine abnehmbare Maske. Und das ist das, was ich mega feier, wo ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe, wieso kann man bei Casey Jones nicht einfach eine Maske, ich hoffe, ihr seht das, weil es blendet. Aber wie gesagt, ich packe die Figuren aus, wir werden die uns auf jeden Fall noch näher ansehen. Genau, was ist hier auch mega cool, das Artwork, oder? Sieht einfach geil aus. Was ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, warum hat man nicht von Anfang an Casey Jones einfach eine Maske dazu gesetzt? Ja, hätte ich besser gefunden, die man einfach auf- und absetzt. Finde ich mega cool. Mit der Maske kann man bestimmt viele coole Fotos machen und vieles anstellen. Freue ich mich auf das ganze Zubehör, was ja Casey Jones schon in der anderen, bei der anderen doppelpackenden Set hatte. Aber es macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Mega cool. Und da haben wir zwei Figuren zu dem Movie. Wir haben Warhammer, Gremlings. Ich habe hier eine Menge noch zum Auspacken. So, jetzt hier noch einen weiteren Turtle. Und zwar Raffi Monster Frankenstein. Oh, da hat Gewicht. Da bin ich echt drauf gespannt. Auch auf die anderen. Cool. Also auch sehr schöne Verpackung. Einfach viel zu schade, um die wegzuschmeißen. Oder kaputt zu machen oder auseinanderzunehmen. Wahrscheinlich viele werden sagen. Und auszupacken. Aber ich kann nicht anders. Ich werde sie auspacken. Hui, das ist eine große Figur. Ja, wenn man die so live sieht, nochmal ganz anders als auf den Bildern. Definitiv sieht schon gut aus. Deswegen ist es auch so schwer, gell? Also ist auf jeden Fall schwerer Brummer. So, hier mal gucken, ob ihr das erkennen könnt, weil es blendet sehr. Das erinnert mich ein bisschen vom Style so von den neuen Batman-Filmen, dieses rot-schwarze, gell? Raffi, das Monster. Passend in Oktober zu Halloween. Aber ich werde wahrscheinlich diesen Raffi schon vorher auspacken, nicht erst bis Oktober warten. Das, so geduldig bin ich nicht. Dann haben wir hier eine wunderschöne Figur. Hab lange, lange hin und her überlegt, soll ich sie mir holen, soll ich sie mir nicht holen? Ja, nein, ja, nein. Aber ich habe die Serie gesehen und jetzt noch die zweite Staffel. Und ich finde die Serie gar nicht mal so schlecht. Hat mich sehr unterhalten. Ja, es waren ein paar verstörende Szenen dabei. Aber im Großen und Ganzen hat mich das sehr unterhalten. Ich fand den Charakter auch sehr interessant. Und dachte mir, als Actionfigur darf er nicht fehlen. Ja, das Gesicht ist nicht ganz so gelungen, finde ich.
wie in echt, also wirklich nicht ganz so. Geht so. Da müssten die das Neckar noch ein bisschen dran arbeiten. Das Gesicht ist nicht ganz so geworden, wie er im Film aussieht. Aber dennoch ist es eine coole Figur und ich wollte ihn unbedingt haben. The Boys, eine lustige, interessante Serie auf jeden Fall. Vielleicht hole ich mir noch die anderen Charakter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte erst mal eins haben, damit ich ein paar coole Videos und Bilder machen kann. Ob ich mal mehr davon hole, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, aber ich komme doch an, wie viele Turtles noch kommen. So, und jetzt geht's weiter mit einem ganz, 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 ganz besonderen Figurenpäckchen. Und zwar, tada, ist das nicht mega cool? 4 Foot Soldiers mit Zubehör in einen so schönen Karton zu Turtle in Teilen zu den Spielen. Auch dieses verpixelte, mega cool. Von Loyal Subject, was die da raushauen, ist einfach nur mega cool. So, da kann man das auch hier öffnen. Finde ich auch super für alle, die ihre Figuren nämlich nicht auspacken. Ist das eine richtig tolle Sache. Ich werde auch diese Foot Soldiers auspacken. Definitiv. Ich will die rausholen. Gott, das ist alles so groß. Ich kann es nicht in die Hand nehmen. Blau, Grau, Pink und Orange mit viel, viel Zubehör. Schön. Also wirklich schöne Verpackung. Sowas stellt man sich gerne ins Regal. Ich finde es echt mega geil. Ich zeige euch nochmal die Foot Soldiers. Ich hoffe, es blendet nicht so sehr. Ich freue mich drauf, die auszupacken. Mega! Und dann habe ich noch eins davon. So. So. Und zwar gibt es hier noch ein Set. Auch von Loyal Subject. Ich schaue mal ganz kurz durch, ob wir jetzt alle Figuren haben. Nicht, dass wir hier einen vergessen haben. Aber das ist alles Verpackungsmaterial. Wobei, wartet. Ich habe einen Sticker von Dragon Ball. Von Dragon Ball, so ein kleines Stickerchen. Vielleicht ist da noch einer. Bevor ich euch das letzte Set zeige. Ich muss mal ganz kurz reinlunsen. Ja. Verpackung. Nee, ich glaube, das war's. Oh, mega Karton, super anstrengend. Gucken, dass hier nichts zusammenbricht. Ja, jetzt noch zum letzten Set hier. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Erstmal Platz schaffen. Ganz schön viele Figuren. Ist das nicht geil? Diesen Pizzakarton, mega cool. Finde ich richtig schick, muss ich sagen. Finde ich richtig schick. Also richtig klasse. Für alle, die einen Karton sammeln, ist das doch ein richtiger Blickfang hier, so eine Schachtel hier zu haben. Und ja, von Loyal Subject. Also mega. Auch hier nochmal alle Turtles. Ich will mal reinschauen, wie sieht das aus. Ich finde es richtig toll, dass man das einfach öffnen kann und immer wieder sich die Figuren angucken kann. Oh, cool. Da haben wir auch wirklich wie eine Schachtel. Ja, die sehen nicht schlecht aus. Ich versuche das mal umzudrehen. Hier sehr schöner Karton, sehr schöne Turtles. Mega cool. Freue ich mich schon drauf, die alle rauszuholen. Nice. Einfach nur mega. Da hat jemand an die Sammler gedacht, hä? Das finde ich richtig schick. Die haben auch alle unterschiedliche Größen. Schöne verschiedene Kartons. Ich bin überfüllt mit ganz vielen Figuren und ganz vielen Ninja Turtles. Vor allem mega cool. Ihr seht schon, das Warten hat sich gelohnt. Das Warten hat sich definitiv gelohnt. Das sind alle meine coolen Mega-Action-Figuren, die ich hier zu super schönen Preisen bekommen habe. Sonst hätte ich mir die alle wahrscheinlich nicht leisten können. Aber ganz besonders hier. Schaut euch mal die gerade Karte an. Das wird wehtun, auszupacken. Ich lasse ihn erst einmal noch ein bisschen in der Verpackung, weil das ist echt 1A gerade und das ist echt schade. Aber ich will ihn schon mal in der Hand haben und ein bisschen bewegen können. Schauen wir mal. Das tut selbst mir als Auspackerin weh. Hier Foot Soldiers und Casey Jones. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen werde, aber ich glaube, dass ich die ganzen Loyal Subject-Figürchen erstmal auspacke. Wobei ich hätte voll Lust auf den Shredder zu Power Rangers. Auf den habe ich echt lang gewartet. Die Turtles waren ja ganz zuerst schon da.
Hier noch ein bisschen was Süßes. Hier nochmal den Shop. Und meine Postkarten. Ja, mega cool, oder? Ich bin einfach überwältigt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich würde am liebsten jetzt alle aufreißen. Einfach nur alle Figuren aufreißen und jetzt noch die ganze Nacht hier spielen. Und ausprobieren. Aber ich will es auch genießen. Und ich werde nach und nach eine Figur nach der anderen auspacken. Aber wo ich anfange, weiß ich nicht. Wobei, Bebop sieht auch richtig klasse aus. Und vor allem habe ich noch keine einzige Figur von Bebop und Rocksteady, wo sie, oder auch von Splinter, wo es ja dieses Snickerset gibt, wo man ihn als Menschen hier den Kopf einfach austauscht. Klasse. Da freue ich mich, also ich glaube, ja, ich will jetzt nicht so sprechen, ich weiß nicht wirklich, es kann sein, dass ich mich nochmal umändere. Ich meine, wie kann man sich denn entscheiden bei so vielen Figuren? Das ist so schwierig. Das ist so schwer. Also ich weiß, dass ich die Warhammer Space Marines zum Schluss auspacken werde, weil ich will die auch dann gleich anmalen. Da brauche ich ein bisschen Zeit. Mega coole Figuren. Vielen herzlichen Dank für die kleinen Extras. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal. Und wir sehen uns ja zum Auspacken. Zum Auspacken der Figuren. Das werden die nächsten Videos, die nächsten Wochentage sein, die ich auf jeden Fall machen werde. Und ich werde jetzt erstmal einen Platz suchen. Ups, alles gut. Alles gut, es ist Casey Jones. Gut, dass ich die Figuren auspacke und nicht die Verpackungen sammle. So, das war's jetzt aber. Ich werde jetzt einen Platz hier suchen und dann nach und nach eine Figur nach der anderen auspacken. Und wenn ihr Lust habt, schaut euch auch die Videos an, Actionfiguren in der Natur. Dann seht ihr die Figuren nämlich live und was sie so aushalten und wie sie so aussehen und. Jetzt aber genug. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.